Hallihallo, hier ist wieder mit Kontext Y, einfach mit Sie. Jetzt geht's weiter mit Scrap Mechanic Survival Teil 240. Okay, mit was haben wir denn hier angefangen? Wir sind dabei, unser Auto umzubauen. Verschlimmbessern. Brauchen wir das nämlich dann doch nicht machen. Da kann man die Dinger doch drinnen lassen. Okay. Okay, wir müssen nochmal los. Zeug organisieren. Okay. Die kann man hier lassen. Weiter geht's. Wir haben das, müssen wir erst machen. Nochmal das. Oh, zu schnell gewesen. Jetzt haben wir, glaube ich, ein Problem. Wir haben keine Bierungs mehr. Wir haben auch, glaube ich, auch keine mehr drin im Auto, oder? Ach, wir hatten das Auto so blöd hochgebaut. Wir haben keine Ersatzbierung drin. Eine Hupe haben wir. Ah, cool. Bearing. Ah. Wir haben von uns alle durchsucht, aber glaube ich, im Bearing haben wir glaube ich, keinen gesehen, oder? Ach, komm mal, Victoria. Wir sind total leer schon. Ja, wirklich kein Bierchen mehr? So ein Scheibenkleister. Es fehlt uns wieder ein Haufen Zeug. Nichts. Das ist ja Mist. Ich weiß, wo ich hin hab. Okay. Muss leider ein Clown aus dem Haus. Wir brauchen mehr wie ein. Wir brauchen zwei. Haben wir noch irgendwo einen Clown, den wir noch nicht gebraucht haben? Oh, eingebrannt.
Ja. Haben wir nicht mal so ein scheiß Ding. Mal mit denen weitermachen. Nee. Stopp. Gut, das sieht besser aus. Ja, das wird ein bisschen schlimmer. Gott, die Dinger kann man wieder drauf tun. Okay, da haben wir zu, da ist auch zu. Okay. Hier kommt der Hänger an. Ist eine Frage, ob das sich nicht daran stößt. Okay.
Okay. Vorne hier kann man ja lassen. So schlecht sieht das ja gar nicht aus, ne? Finde ich. Andere Meinung interessiert mich nicht. In der Hinsicht. Okay. Da kommt dann hier drüben der Allrad. Die 1. Die 1. Dann der Kra. Jetzt müssen wir noch was essen. So. Das klappt ja nicht so. Dann kommt's Licht. Dann kommt das Licht. Dann kommt das Licht. Jetzt kommt der Kran. Wollen wir uns das abspeichern oder wollen wir die da stehen lassen? Machen wir das Bett hin. Machen. Die lassen wir da. Jetzt müssen wir noch die Lenken ausprobieren. Na, lenken tut es aber in der rechten Richtung. Oh, wie, guck mal, wie das rutscht. So ein Scheiß. Warte mal, das ist noch nicht richtig. Licht. Okay. Hier kann man nicht durch. Jetzt passt es hier mit den Baumeln auch besser. So, Anhängerkupplung wird auch noch klappen. Okay. Halt, halt, halt. Okay.
wir können ruhig noch eins höher stellen. Okay. Und jetzt tun wir die Dinger Ordner verbinden. Mit Benzin ist mir noch. Nee, das ist ja richtig rum. Und jetzt brauchen die ja auch noch ein bisschen Federung. Mal 1, 2, 3, 4. Okay. 1, 2, 3, 4. Okay. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay. So, eigentlich wollte ich es ja so machen, wenn ich Gas gebe, dass der Allrad mit dran ist. Aber leider ist das nicht so ganz so. Okay. Lenkung ist jetzt gut. Gewicht haben wir auch genug. Lang genug ist er auch. Jetzt machen wir nur noch schön. So, halbwegs schön. Wir fangen mal an damit. Natürlich brauchen wir eine Fahrerkabine. Okay. Ja, ich weiß, es ist nicht ganz so richtig und so, aber ein bisschen Schutz muss sein. Oh, wie klappt das mit der Belegung heute nicht? Okay, so wie ich gerne möchte.
Nein. Wie machen wir das jetzt drauf? Ich glaube, wir können überall nochmal End runternehmen. Im Haus kommen her. Oh, dann ist das blöde Gras, denkst du, oh, toll. Das lieber hier anmachen, ist es besser. Wieso wackelt das? Falsch angebaut. Gut.
Mal testen. Okay, der dreht sich. Okay. Geronimo! Au! 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 Okay. Ich glaube, das war ein Fehler. Also Lenkung ist klar, hier ist okay, Allrad, Motorleistung ist auch super, Not kann man alles noch beschleunigen. Millimeter weniger machen ist vielleicht besser. Die Geländegängigkeit. Also wir sind sehr breit, ne? Wir sind sehr breit. Mal drehen die Räder runter, weil die oben sind? Wir brauchen noch irgendwie einen Schalter, so, wo man das regeln könnte, wäre nicht schlecht. Aber wir sind schon wieder bei über 30 Minuten, oder? Fast 30 Minuten. Wir fahren noch zurück und dann machen wir Schluss. Nächstes Mal probieren wir nochmal mit dem Hänger aus. Und danach wird nur noch schön gebaut an dem Auto. Vielleicht bauen wir ja auch noch mal einen zweiten Kran ran. Okay, haben wir noch eine Lampe vergessen? Noch eine Lampe vergessen. Breit sind wir halt wegen den Auflaser vorne drauf, ne? Hat aber einen Vorteil, wir kippen nicht so schnell um. Also Kraftprobleme werden wir dann erstmal gerne mehr haben. Aber wir
kommt Schlamm ein bisschen vor, dass Brücke in Rad falsch läuft. Wie machen wir mal ohne Allrad? Ja gut, Allrad ist trotzdem, aber jetzt haben wir 8x8. Mehr. Nummer 10. Nee, 12. Nicht viel Unterschied. Ja. Ich denke mal, das werden wir aber erst sehen, wenn wir einen Hänger dran haben. Wir machen Hänger noch mal dran. Das hakelt da. Halt, warte mal, die Stützen müssen wir einziehen. Ich denke mal, wir haben genug Kraft jetzt für den kompletten Hänger und dann die hohen Straßen hoch und runter fahren. Ich sag hier erstmal Tschüss und bye bye, euer Milzi.